So. Ja, Inhalte werden empfangen. Und? Bitte, 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 bitte. Ja, ich sehe es aber in der Oh. YouTube-Benachrichtigung. Yes. Okay, YouTube Gaming funktioniert. Such dich mal schnell, ob da ein Stream gezeigt wird. Ja, wird. Ja, Ja, es wird perfekt. übertragen. Ja. Gut, das heißt, im Notfall wechseln wir einfach auf YouTube Gaming. Ich werde das noch dem Organisatoren schreiben. Ach, da, live. Aktiver Livestream seit einer Minute. Und jetzt kann ich die Qualität hier auswählen. Ja, es läuft perfekt. Ohne Ruckler. Man nur irgendwie die Zuschauer reinkriegen. Dass die Leute Bescheid wissen. Ach, ja gut. Wenigstens läuft es hier mit OBS. Das ist schon mal gut. Trotzdem. Leckt auch jetzt nicht wirklich oder so, das finde ich gut. Ja. Okay, einer der Organisatoren hat mich bereits angeschrieben. Was los ist? Ja, ob wir Probleme haben. Und kann mir einer sagen, wie es. Ah, lol, ja, klar. Okay, gut, jetzt ist es wieder okay. Fun Games ist immer noch auf dem ersten Platz. Ja, ich habe schon gesehen. Ah, Hallo? hallo, hallo. Guten Abend, könnt ihr mich hören? Ja, Ja. können wir. Sehr gut sogar, oder? Ja, ist top Alles so. gut, ja. Klasse, mit Handy und normalen Stink. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Hörst du mich nicht mehr? Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder, ja. Ja. Gut, also wir hatten folgendes Problem. Und zwar wollte Twitch einfach unseren Stream nicht mehr zeigen, obwohl ich mit zwei verschiedenen OBS-Versionen gestreamt habe und dort auch der Upload funktioniert hatte. Aber auf Twitch hat es den Stream die ganze Zeit auf Offline, als Offline angezeigt. Dann haben wir jetzt bei YouTube Gaming angefangen zu streamen und hier läuft es. Also das heißt, das Problem liegt bei Twitch und nicht bei mir. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber wir sollten wahrscheinlich auch den Alternativlink des Streams noch auf die Seite packen, damit man weiß, wenn der Stream nicht auf Twitch läuft, dass wir auf YouTube Gaming gewechselt haben. Ja, genau, also am Ja. besten einfach den YouTube-Kanal von Aleator einfach da, also von Marcel reinhauen, Schon dann gemacht. Ja, der ist perfekt. schon eben, vielleicht noch ein kurzer Vermerk, dass falls der Stream nicht auf Twitch läuft, dass wir auf YouTube gewechselt haben. Einfach so als Ja, Info, weil der gut. es könnte Der gut sein. von. Das konnte Mal eben. gerne noch reinschreiben. Ja. Der Link für beide Kanäle ist auf jeden Fall schon drin. Ja, Ja. hab's gesehen. Vielen Dank dafür. Ja, nein, also ich hoffe dann auf jeden Fall, dass am Samstag Twitch nicht solche Riesenprobleme hat, aber wenn, ja, ist es halt so. Und dann wechseln wir einfach auf YouTube und bis jetzt läuft das eigentlich ruckelfrei und vor allem auch in guter Qualität, so wie ich das beurteilen kann. Und Ja. Hör mal, der Countdown ist eingefroren, ne? Der ist gefreezed. Ja, Ja, das sehe ich gerade, ja. das ist weil, das Programm habe ich noch nicht neu gestartet.
Wie lange geht das Rennen noch? Also wir haben eigentlich recht pünktlich gestartet. Es durfte so um 22:15 Uhr. Ah, ist klar. Okay, das heißt noch ungefähr 3/4 Stunden, ja, 50 Minuten ungefähr noch. Ich bin ja jetzt einen Teil mitgefahren, aber ich hab nicht. Hatte da auch keine Lust mehr. Ich hatte einen schweren Tag heute war. Ja. Arbeit und bin eigentlich müde, aber jetzt zum ein bisschen Quatschen reicht's noch. Ja, ist gut. Den awesome. Jungs auch mal schnell sagen, weil ein paar gucken nebenbei noch den Stream. Moment. Ja. Ja. Jungs, hört mal zu. Ist voll abgehackt. Nee, wer jetzt nebenbei noch. Ja, super. Was will man machen? Gegen technische Probleme, also. Ja, wirklich. Also jetzt haben wir es ja mehr oder weniger gelöst. Ja. Aber ich will auf jeden Fall das noch mit dem OBS Studio Programm hinkriegen irgendwie. Bis am Samstag, aber ja, sonst mache ich es halt eben mit dem alten OBS, ist ja auch nicht ein Weltuntergang. Mal wieder rüber, mach mal eure Linie. Jo. So. Ja, dann versuchen wir das jetzt einfach so, mal wieder so weiterzumachen, als wäre nichts passiert. Und ich öffne jetzt mal kurz die Spa-Info-Seite. Übrigens, kleine Werbung wieder hier. Wenn ihr irgendwelche Informationen haben möchtet zum 12-Stunden-Rennen, hätte gerade fast 24 Stunden ja. gesagt. Dann könnt ihr diese nachlesen unter www.bacha-motorsport.jimdo.com. Da gibt es dann eine Events-Seite und da könnt ihr dann auf Spa 12 Stunden 2017 klicken und da findet ihr dann alle Regeln, Fahrzeuge, Teams und Wertungslisten. Also alles, was ihr braucht, wenn ihr nachlesen möchtet. Genau, und alle Übertragungsgrafiken, die hier jetzt, wie ich gerade sehe, in der alten Version nur vorhanden sind, es wurden von Nico erstellt. Vielen Dank an dich dafür. Wirklich sehr professionell gemacht. Und ja, Dankeschön, Dankeschön. Aber eben, ich weiß nicht wieso, vorhin habe ich sie eigentlich getauscht auf die neue Version, aber... Ja, ich weiß nicht, kann man das so unter Umständen live machen oder so? Ja, habe ich jetzt gerade umgestellt. Perfekt. Kannst du jetzt Generalprobe nehmen? Funktioniert, und solange ist im Rennen alles funktioniert. Ja, solange im Rennen alles gut ist, ist das die Hauptsache. Wir hoffen ja immer noch darauf, dass Twitch das anständig annimmt, weil da eigentlich somit die größte Reichweite... zumindest für Marcel und generell für den ganzen Stream ist. Ja. Aber da steckt man halt nicht drin. Ja. Also eine Stunde vorher an und da kann man. Der bei dir auch so abgehackt? Ja, ich habe jetzt gerade nichts mehr gehört. So. Abgehackt, ich auch nicht. Ich bin abgehackt. Ja, du bist extrem abgehackt. Na gut, dann ausmachen mach ich einfach sollte, wäre das nicht. Schreib's kurz in den TS-Chat. Mache ich einfach mal kurz weiter. Also an alle, die gerade zuschauen, das ist unser Backup-Stream, den wir gerade testen. Wenn Twitch abschmieren sollte oder gar nicht erst funktionieren sollte am Samstag, dann werden wir hier über den YouTube-Kanal Aleator-Entertainment den Stream dann verbreiten. Beziehungsweise auch sollte während des Rennens irgendein Problem auftreten mit Twitch, werden wir hier drauf wechseln. Sollte beides ausfallen, gibt's keinen Stream. So einfach ist das. Wechseln wir auf Hitbox. Oh ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Hitbox. Also dort habe ich und schon ein Konto. Heimat-TV gibt's glaube ich auch. Ja, also Heimat.tv. Bei Hitbox habe ich bereits ein Konto auf Aleator, glaube ich. Ja. Und da könnte man auch relativ schnell hinüberwechseln. Okay. Aber das ist also wirklich dann einfach Worst Case, falls YouTube auch noch abschmiert. Ja, auf jeden Fall. So. Ja gut, wir haben noch ungefähr 45 Minuten jetzt hier in diesem Training übrig.
Für die, die wissen möchten, was das jetzt gerade für ein Training ist, das ist sozusagen die Tagfahrt-Generalprobe für das 12-Stunden-Rennen, denn heute gibt es ein Rundenzeiten-Training, also eine, beziehungsweise eine Zeitenjagd hier am Tag. Und am Donnerstag, den 9.3., wird dann auf Kilometer gefahren und das wird dann ein Nachtstint sein. Gegebenenfalls gibt es dann am Freitag noch ein Abschlusstraining, bevor dann am Samstag, den 11.3., dann um 12 Uhr das Rennen startet. So, richtig. Und wie ich eben gesehen habe, hat sich da ein Fahrzeug rausgedreht. Ende der Blanchiment, eingangs der Chicane. Und ja, welches Fahrzeug das genau ist, kann ich nicht genau bisher orten. Ja, diese Viper, die wir da gerade beobachten, hat auf jeden Fall auch schon heftig einen Schlag auf die Front bekommen. Sieht nicht mehr ganz so schön aus. Ich werde mal schnell schauen, ob ich die neue Liste wieder bekomme von den Fahrern und Teams. Dann können wir euch auch besser darüber informieren, was für Fahrzeuge gerade sind. Und das ist die Nummer 61. Und die Nummer 61 gehört, wenn ich das sehe, hier zu welchem Team? Schön, gar keins. Es ist nicht eingetragen. Wollte gerade sagen, ist doch eigentlich alles aktuell. Komisch. Vielleicht fahren sie auch nicht mit dem richtigen Design. Das könnte auch sein, was also Nummer 1. Ja, genau, stimmt. Da gab es gerade noch ein paar. Kann jemand das den Namen lesen auf dem Design oder so? Nee, da steht Mopar nur drauf auf dem Fahrzeug. Das ist Mopar Design. Also, das ist auf jeden Fall das Team, das Bang, Öko-Beast in der Dodge Viper. Ah, welcher Fahrer ist denn das eigentlich gerade, Marcel? Könntest du mal eben nachschauen? Dann könnte ich dir auch sagen, wenn es Rack 1968. Ah, okay, dann ist das das Team SRT Ökobeast 2 mit der eigentlichen Nummer 22 mit Plantonaris, Josef Kaser und Rack 1968. Scheint also da, als wäre das ja nicht das richtige Design, mit dem sie gerade fahren. Ist natürlich auch kein Problem. Das finale Design. Genau, ist nur ein kleines Problem für uns, wenn wir versuchen zu analysieren, welches Fahrzeug da gerade im Bild ist. Ja, die waren sich noch nicht ganz einig. Ja. Anni, ja, wir haben zwei Fragen im Stream bekommen von RaceNick und zweimal, wie viele Fahrzeuge fahren heute mit? Ich denke, da können wir direkt mal eben kurz hier nachfragen. Wie viele Fahrzeuge fahren heute mit? Es waren. Einer ist in der vierten Runde leider rausgeflogen. Jetzt sind noch dein Disconnect. 14, 14? Okay. Ja, also ich jetzt selber, selber einen Unfall bin deswegen als. Alles klar. Brennen. Und welches Programm nutzt du für die Ablenkungen mit zum Beispiel der Timer? Dazu, das hat eben Marcel schon gesagt. Also, ich habe die Grafiken erstellt im Grunde genommen hier. Also, alles, was du aktuell siehst, dieses Overlay unten mit dem Logo von Aleator. Dann oben den Hashtag und generell die ganzen Einblendungen hier. Der Count dann oben ist mit einem Plugin, meine ich, in OBS gemacht. Also Open Broadcaster Studio. Nein, stimmt nicht. Schade. Schade. Es ist mit einem Zusatzprogramm, das heißt SNAS. Und dort kannst du eigentlich alles einfügen, was du willst. Also Twitch-Viewers oder Text oder eben ein Countdown. Und den kannst du dann mit Hilfe eines normalen Textes in OBS selbst hinzufügen und dann kannst du auch selbst bestimmen, wie dieser Countdown sein soll, was für eine Schrift und so weiter. Also das ist mit einem Zusatzprogramm und dann dieses einfach als TXT, als eine TXT-Datei in OBS eingefügt. Okay, gut, dass ich nicht streame. Na gut. Das ist kompliziert. Ich musste auch ein YouTube-Tutorial schauen, ich wusste auch nicht wie. Aber ist alles sehr einfach eigentlich. So, da ich auch aktuell nicht wirklich weiß, welches Team hier gerade im Bild ist mit dem Huracan, tippe ich jetzt einfach mal drauf, dass das Öli Motorsport ist mit entweder Maler Gebhard 53 oder Relodiac 22, einer von den beiden, weil das ist der einzige Huracan, den ich sehe. Es ist Relodiac 22. Alles klar, dann ist das auch wieder ein falsches Design, wenn ich das mal so betiteln darf. Eigentlich mit Stand Nummer 100. Fährt jetzt gerade mit einem 24-Stunden-Renn-Design Custom, würde ich jetzt sagen, weil ja, das gab es bisher so noch nicht am Nürburgring, dieses Design. Ja.
Kommt vielleicht noch. Ja, das kann natürlich sein. Insiderwissen hier am Start. Ja. Welches Fahrzeug man aber auf jeden Fall identifizieren kann, ist das Fahrzeug, was eben ausgangs der Schikane vor Start und Ziel ein Überholmanöver durchgesetzt hat. Und zwar ist das das Team Street Art Online mit dem BMW Z4, mit der Startnummer 7. In dem Team befinden sich VLN Dune, The Real Azuka, Sniper 6446 und Sentinel X Hinata. Mit diesem Z4 mit der rot-blau-weiß-schwarzen Lackierung. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Und momentan fährt Sniper. Warte, da. Sniper 6446. Alles klar. So, also heute bin ich extrem draußen aus diesem Kommentatorenzeugs mit diesen technischen Problemen. So, jetzt sehen wir zum ersten Mal die Streckenkarte. Okay. Wirklich, oh, meine Nerven liegen blank. Dafür ist eine Stream. Ja. So, ja, jetzt sind wir bei der Double Gauche und fahren jetzt gerade auf Le Fagne an. Und das heißt, wir sind bei der 12. und 13. Kurve des Kurses. Und ja, noch 40 Minuten rund zu fahren. Wir wechseln mal wieder einen Platz nach vorne. Und zwar ist das Josef Kasser, der da fährt. So, ich habe jetzt auch hier endlich mal wieder die Streckenkarte. Und Josef Kasser fährt mit der Nummer 22, tut mir leid, SRT Ökobeast. Und ja, die fahren anscheinend mit, also zwei Teamkollegen fahren gleichzeitig bei diesem Testlauf mit. Und das hier könnte vielleicht schon die finale Lackierung bei diesem von diesem Team sein. Weil das ist Ökobeast 2 mit der Nummer 22, aber ich kann gerade nicht erkennen, ob das die finale Lackierung ist. Könnte sehr gut sein, wenn Josef Kasser da mitfährt, dann auf jeden Fall einer der Fahrer davon. Aber nein, das ist die Startnummer 74 auf dem Fahrzeug, also haben wir hier auch wieder ein falsches Design, wenn ich das mal so betiteln darf. So wie ich sehe, ist es von der Blockchain. Ja, genau. Ja, genau. Zwei Teams, die... Neues Design bei dem M to the Street. Ja. gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal das Feld durch. Von 1 bis 14, wie du eben gesagt hast, und benennen mal ein paar der Teams, die da auf den aktuellen Fahrzeugen so unterwegs sind. Genau, jetzt sind wir auf dem Platz 10 und da fährt momentan Rei Azuka und der fährt bei welchem Team mit? Bei Street Art Online. Genau, mit der Nummer 7. Und das ist anscheinend das fertige Design, denn hier stimmt auch die Startnummer. Und diese fahren auf einem BMW Z4 GTE. Alle Design von den. Ach ja, wie geil. Jetzt wird immer abgehakt. Bin ich immer noch abgehakt? Ja, ja. Du redest und dann so. Und man wartet okay. So, kommt noch was, aber es kommt da nichts mehr. Du wolltest sagen, die sind von M2 des Streets gemacht, oder? Nein, die von der Viper. Die kommen noch. Alles klar, die kommen noch, sehr gut. Okay. Dann geht's weiter. Ja, Platz 9, da finden wir Overkill 129 mit dem Fahrzeug. Nochmal kurz nach, Chevrolet Corvette, genau. C7R. Startnummer 6, Paul Walker Racing im Team mit Evil Raptor. Ein Duo hier auf dem Fahrzeug nur unterwegs. Vielleicht aber auch, als wäre das finale Design, da die Startnummer auch stimmt. Also wir können das hier wirklich nur annehmen. Wir können hier nichts fix sagen, aber das sieht so sehr stark nach fertigem Design aus. Also ich muss... Kann es bestätigen, es ist das fertige Design. Alles super. Klar. Ich muss auch sagen, das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut, dieses Design. Schwarz und mit ein paar weißen Akzenten, das ist wirklich... I like it. Oh. Auf Platz 8 finden wir Körnchen 90.
mit dem Fahrzeug. So, was ist das? Einem Porsche. Ferrari? Nein, das ist ein Ferrari 458 oh. Italia. Oh. Oder nein, Speziale, ich weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall ist das nicht das Fahrzeug, das in der Liste steht. In der Liste steht aus dem Team The Potatoes mit der Startnummer 77 der 911 GT3 RSR. Nein, Asche auf mein Haupt, dann wurde das noch nicht geändert. Doch, oder? Wurde es Potato Puzzle mit der Startnummer 77 Ferrari 458 Italia GTE und da fährt eben Krönchen 90 mit, zusammen mit Kamikater 1990. Wurde also geändert. Ah, alles klar, okay. Die auf Google ist falsch, alles klar. Schön, ich habe mich auf die Google-Liste verlassen und die ist falsch, sie hat mich enttäuscht. Nein, ich bin eben direkt auf der Seite und die stimmt anscheinend. Gut. Ja, das mache ich jetzt auch. Das ist okay. Gut, weiter im Text. Also, auf Platz 7 MLUX64 und der fährt mit einem BMW Z4 GTE. Genau. Aus dem Team Local Hero Racing, unter anderem noch auf dem Fahrzeug als zweiter Fahrer Daikir 2014. Mit der Startnummer 64. So, ich kann es immer noch nicht erkennen, ob das. Doch, sie stimmt, 64. Also ist das wahrscheinlich auch ein Design, das schon ziemlich nahe am Finalen ist. Weiter im Text. Oder ja. Sag nur. Ich wollte sagen, dass mir, oder vielleicht, falls es dem ein oder anderen Zuschauer auffällt, dass die Fahrzeuge sehr große Abstände haben und nicht wirklich in Zweikämpfe verwickelt sind. Das liegt daran, dass wir hier in einem Zeittraining mehr oder weniger sind, wo es eigentlich hauptsächlich um Zeitsetzen geht. Und deshalb sind Zweikämpfe nun mal nicht wirklich das Sinnigste, was man machen kann. Das versaut einem mehr oder weniger eigentlich nur die Rundenzeit. Genau. So viel dazu. Und deshalb ist es eigentlich auch ziemlich irrelevant, wer auf Platz 1 ist, weil es ja eben um die Rundenzeiten geht. Eben. Deswegen, also da lässt man dann auch wirklich nach dem Start Platz und Abstand zum vor ihm oder vor demjenigen, der da fährt im Fahrzeug, damit man genug nach vorne und hinten hat und frei dann über die Strecke. Genau. Ja, auf Platz Numero 4, der ist jetzt gerade ein bisschen nach vorne gerutscht, aufgrund eines Boxenstops, finden wir M to the Streets mit einer Dodge Viper GTSR und er fährt beim zweiten Team Badger Motorsport mit der Startnummer 12. Exakt. Ja, zweiter Fahrer auf dem Fahrzeug ist Emma Mann, das ist auch wieder hier ein Fahrduo, genauso wie im Team Badger Motorsport Nummer 1. Startnummer 26, BMW Z4 mit Eastside und Lars. Boah. Ja, Eastside Hallo. Ist ja jetzt genau im TS. Hallo! Also, er kann uns da sicherlich dann auch während dem Rennen ab und zu mal Insider-Wissen geben. Und ja. Nein. Nein. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir da auch zwischendurch mal zu den Fahrern schalten können. Ob wir das mit der Xbox Part Live Party noch irgendwie hinbekommen, schauen wir. Aber sonst dann sicherlich über den Teamspeak. Genau, weiter im Text. Auf Platz 3 ist VLN Dune und der fährt auf einer Dodge, kann das sein? Nein, also BMW Z4 GTE. Aus dem Z4 sein. Ja, genau. Ja, aus dem Team Street Art Online, also der Teamkollege von The Real Azuka, den wir eben schon gesehen haben, also zwei Fahrer auf jeden Fall schon mal aus diesem Team unterwegs hier im Test. Drei sind heute sogar, glaube ich. Ja. Und der ist wieder weg. Drei sind dabei, alles klar. Gut, wie gesagt, also wir sind noch ein bisschen durch den Wind aufgrund des technischen Ausfalls hier gerade eben von Twitch und ja, noch ein bisschen im Stress und noch ein bisschen verwirrt, also ja. Bitten wir das schon mal im Voraus zu entschuldigen. Ja, das wird dann sicherlich am Samstag ganz anders sein, weil da werde ich mich viel früher darauf vorbereiten, viel früher alles testen. Aber heute noch mit der Schule und alles, da gab es ein bisschen Stress. Jo. Auf Platz 2 ist Kamikater momentan.
und der fährt auch mit einer Dodge, nein, mit einem Ferrari mit einem auch. Ferrari 458 Italia GTE mit der Stadt. Potato Puzzle Ferrari. Genau, Potato Puzzle auf dem Fahrzeug Körnchen 90 und Kamikata 1990. Genau, und beide Fahrer von diesem Team sind auch jetzt bei diesem Testlauf dabei anscheinend. Und da hat sich jemand gedreht. Gucke jetzt im Stream. Ich kann das ja sehr schön nachverfolgen hier. Wer war das? Das ist eine der Viper gewesen sein. Ja, das ist eine Viper. Ich schau mal eben schnell durch. Also das die Vex One Viper weit. Hängt aktuell ja hinter dem Potato Puzzle Ferrari. Hat jemand gesehen, also wer der Fahrer war? Nein. Ist das. Schau mal eben, es könnte Öko-Beast sein. Ich würde sagen, es war dieser REC 1968, könnte das sehr gut gewesen sein. Schau mal. Also, das wäre jetzt gewesen sein, ja. Die Mopar Viper, genau. Ja, also schau mal nach dem REC 19. Ja, der ist jetzt auf Platz 14 abgerutscht. Ja, dann würde das wahrscheinlich gewesen sein, denke ich mal. Ja, hier finden wir eine Viper. Und anscheinend ging einfach das Hinterteil weg. Zu viel, ein bisschen zu viel Gas und schon ist das Heck verloren. Kann jetzt auch starke Beschädigung vorne an der linken Seite des Fahrzeugs feststellen. Ja. Also das müsste die Viper auf jeden Fall gewesen sein. Ja, denke ich auch. Ja. Ja, und wir waren noch nicht ganz fertig. Pardon. Aber ich werde das jetzt noch kurz komplettieren. Und zwar haben wir das auch eben schon gesehen. Hinter dem Potato Puzzle Ferrari 458 das Team Vex One mit der Stadt Nummer 1 auf der Dodge Viper GTSR. Dotiert von Fungames 34, It's Pizza D und Yubi GTI 11. Und ja, Grüße gehen außer Lukas. Wir schauten mal kurz zu ihm. Das freut er sich bestimmt. Ja. Durch den Lukas kennen wir auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall momentan auch am Stall. Ja, genau, genau. Hat er mir auch eben. Sogar sehr gut. Ja, er ist privat sehr viel am Üben, so wie ich das mitbekommen habe. Also. Ja. Oh, und jetzt hier ein Zweikampf in der Kurve und der Ferrari drückt sich innen durch und da hat er die Dodge Viper überholt und das war knapp, jetzt gab es fast eine Berührung beim Anbremsen, aber es ist noch einmal alles gut gegangen. Und ja, das ausgefahren. Ausgangs der Brüssel. Ja, genau. Jetzt runter Richtung Double Gauche, mal schauen, wie es dann an der Schikane Le Fanier aussieht. Ja. Also wir sehen jetzt hier, glaube ich, das erste Mal in diesem Rennen, gut, viel haben wir ja nicht gesehen aufgrund der Technik, aber das erste Mal in diesem Rennen sehen wir da jetzt auch einen Zweikampf. Der Kamikata im Ferrari, der ist wirklich stark. Okay. Das ist so geil. Warum? Ab und zu immer weg. Ich weiß auch nicht, wie es war. Ob das an dieser Handy-App liegt? Kann sein. Das könnte sein. Ich mir sehr gut vorstellen. Das ist. Eine Möglichkeit habe ich leider nicht. Alles gut, alles gut. Versuchen zu raten, was du sagen möchtest. Bleib spannend. Ja. Schöner Zweikampf bisher. Jetzt auch schon wieder über die Stadt gerade drüber und jetzt Richtung Rouge gleich unterwegs. Kurze Frage mal off-topic. Wie findet ihr den neuen WhatsApp-Status? Wissen. Ganz einfach. Das ist. Also ich hab's ja schon echt scheiße gefunden mit Instagram. Oder unnötig, sagen wir mal so. Ich meine, wofür braucht man das, wenn man Snapchat hat? Aber jetzt ja. WhatsApp. Nee, muss nicht sein. Ja, Mark Zuckerberg hat sich wahrscheinlich gedacht, Snapchat will sich nicht kaufen lassen, also kopiere ich es einfach komplett. Ja, ungefähr. Ja, kurz. Eben hier mal, da ich das jetzt eben gesehen habe, zu den Track Limits.
Da ist nämlich eben der Lukas ein bisschen weit rausgefahren, außer ausgangs der Orange auf die Radillon. Und ja. Dort ist er sehr weit über den Rand gefahren, hat aber nicht den grünen Teppich verlassen. Also alles im legalen Bereich und keine Regelverletzung, keine Regelmissachtung. Denn da wird ja auch seitens der Rennleitung, denke ich mal, ein Auge drauf geworfen, dass da keine Track Limits nicht eingehalten werden. Und ich bin mal gespannt, wie viele Fahrer das dann im Rennen dann im Endeffekt machen werden und ob es da oder wie oft es zu Strafen kommen wird oder ob es überhaupt zu Strafen kommen muss. Denn letztes Training haben wir ja von, ich meine es. Oh, er ist raus. Mhm. Letztes Rennen oder letztes Training eher gesagt, haben wir ja hier von, ich glaube, es war Marco 1995 oder Lars, sehr, sehr großzügiges Extenden und Cutten der Kurven gesehen und das sollte natürlich dann im Rennen auch vermieden werden. Genau, ich schreibe hier noch kurz mit den Organisatoren. Du darfst jetzt gerne noch ein bisschen weiterreden. Ja. Ja, nun, ich entschuldige mich auch schon mal für meine leicht angeschlagene Stimme und ja, ich spreche sehr viel durch die Nase, gefühlt, weil ein bisschen am Kränkeln, aber das sollte bis zum Wochenende dann auch wieder in Ordnung sein. Ja, ich auch. Ich bin am Wochenende ein bisschen im Bett gelegen, aber also ein bisschen ist gut, komplett im Bett, aber es geht langsam aufwärts. Jo. Ja, wir lassen die Bilder gerade mal ein bisschen für sich sprechen. Ja, das ist auch nicht so schlecht, aber ich kann hier jetzt mal die Streckenkarte wegschalten. Ja. Ja, gut, du hast mich wahrscheinlich schon ein bisschen länger angestupst, aber pssst. Da weiß keiner von. Ah ja. Na gut. Die Lackierung übrigens auch hier von dem McLaren, den wir gerade im Bild sehen, das ist die Nummer 34. Das ist auch, wenn ich es richtig sehe, ein Wagen von Bartscher Motorsport, sollte das die korrekte Lackierung sein, auf dem McLaren MP412C GT3. Ich tippe einfach mal auf MDN Marco 1995, der gerade auf dem Fahrzeug sitzt, aber bestätigen kann ich das leider nicht. Ja, es ist er. Du siehst dann, dass das jetzt auch gleich im Stream unten links, ganz ja. Kurz. Ja, und falls die Frage aufkommen sollte, wieso sehe ich das im Stream? Ja, wir sitzen leider nicht nebeneinander. Der Marcel sitzt in der Schweiz, ich sitze in Deutschland und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir Co-Kommentatoren, also eigentlich Marco und David sind ja auch noch dabei, Marco als Experte und David als Co-Kommentator, die konnten leider heute nicht und die einzige Möglichkeit für uns den Stream zu schauen bzw. das Renngeschehen zu verfolgen ist einfach dann den Stream zu schauen, so wie alle Zuschauer auch. Dann haben wir auch einen kleinen Delay natürlich. Das heißt aber auch, sollte irgendwas passieren, kommentiert Marcel live rein und wir können uns das dann nochmal anschauen im Nachhinein, kleine Analyse vielleicht machen und das Schöne an YouTube ist ja sogar, wir können zurückspulen. Mhm. Also wir können theoretisch, wenn uns die Szene ein bisschen kontrovers vorkam, zurückspulen und dann lass uns nochmal anschauen. Genau, also ich werde das sicherlich nicht machen, ich werde den Stream immer weiterlaufen lassen, aber eben ihr könnt dann diese Szene im Nachhinein noch einmal kurz anschauen und dann auch analysieren, aber der Stream wird natürlich immer weiterlaufen für euch. Genau, ich poste mal noch schnell in unsere WhatsApp-Gruppe, von den Kommentatoren mal eben schnell den Link rein, damit die vielleicht, sollten sie deinen Kanal noch nicht abonniert haben, den abonnieren können. Dann können die vielleicht auch noch zuschauen, wenn sie Bock haben. Konnten leider nicht alle heute Abend, ich meine, das ist doch verständlich, unter der Woche, manche arbeiten von uns bereits, beziehungsweise schon oder ja, haben einfach andere schulische Sachen, die gemacht werden müssen und da ist es natürlich verständlich, dass da nicht jeder zu einem Trainingslauf kann. Wochenende ist dann aber so, dass alle da sein werden auf jeden Fall zum Rennstart. Ich werde mich dann nach ungefähr 1,5 Stunden verabschieden. Grund eines Handballspiels, was ich leider nicht ausfallen lassen kann. Werde dann aber abends gegen 18 Uhr ungefähr spätestens wieder dann in der Kommentatorenkabine mit euch sitzen hier und dann das Rennen kommentieren.
bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende, mit Nachberichten und werde mir dann von euch eine kleine Zusammenfassung geben lassen, was dann in den letzten Stunden so passiert ist. Ja, aber etwas muss ich noch anfügen an deiner Ausführung. Wir beklagen leider sehr wahrscheinlich einen Ausfall eines Experten von uns, und zwar Marco. Es sieht danach aus, als könnte er doch nicht dabei sein während dem Rennen. Er hat noch anderweitige Verpflichtungen. Er schaut noch, ob er es irgendwie schaffen kann, aber im Moment sieht es eher so aus, als wären wir nur zu dritt während dem Rennen. Sehr, sehr schade, aber es wird trotzdem stattfinden und ja, wir hoffen natürlich, dass dann Marco beim nächsten Rennen, das wir dann hoffentlich auch kommentieren dürfen, wieder dabei ist. Ja, definitiv. Was ich an dieser Stelle vorschlagen könnte, um ein klein bisschen Werbung zu machen für die VEC meines Kumpels Lukas. Ich werde mal eben kurz auf die Webseite gehen, dann werde ich weitermachen. Schau mal eben kurz. Und zwar könnten wir theoretisch sogar die VEC kommentieren. Ab und zu mal ein Rennen oder so von Ende, je nachdem, wenn Zeit ist. Nicht alle. Da müsstest du dann vielleicht auch mal einfach Lukas anschreiben. Ja. Ja, das sind halt eben ja schon auf der Infoseite. Ja, ich lese einfach mal kurz vor, ein kleines Werbung darf ja sein. Zwar die VEC-Saison 2017 beinhaltet 12 Rennen, davon 4 2-Stunden Sprintrennen und 8 4-Stunden Endurance-Rennen. Gibt 2 Testwochenenden. Teilnahme an mindestens einem Testwochenende ist dann verpflichtend für die Fahrer, die mitfahren. Im Startplätze Teilnehmerzahl mindestens 20. Wird in den Klassen LMP1 und GTE gefahren und es müssen mindestens 2 Fahrer pro Team sein. Ja, Forza 6 und Xbox One ist natürlich klar. Und die Anmeldefrist läuft noch bis zum 15.03.2017. Also wenn da jemand noch Interesse haben sollte, für also sich anzumelden oder ein Fahrer, der gerne sich noch anmelden möchte, der kann sich bis zum 15.03. bzw. bis allerspätestens 25.03. melden und dann könnten diese Fahrer auch eingetragen werden. Es sind auch noch 10 Plätze frei. Rennleitung und das Pacecar sind bereits vergeben. Ansonsten sind noch 10 Plätze frei. Und die Strecken, auf denen gefahren wird, sind zum Beispiel Catalunya in Spanien, der Circuit of the Americas in Texas, soweit ich weiß. Dann der Circuit de la Sarthe in Le Mans, Long Beach in Amerika, Monza, Nürburgring, Road America, Road Atlanta, Sebring, Silverstone, Spa-Francorchamps und Yas Marina Circuit in Dubai. Ja, das wird ein Rennen. Vielen Dank. So, schön. Und sag mir. Gern geschehen, Lukas. Ja, die letzten 20 Minuten sind bereits angebrochen und wir befinden uns fast auf der Zielgeraden dieses Trainingslaufes. Hast du definitiv recht? Pardon? Ja, sehr interessant war es bisher, außer diesen kleinen Zweikämpfen hier noch nicht besonders. Es ist aber deutlich interessanter, denke ich, auch für die Fahrer, die hier versuchen, die optimale Einstellung oder das optimale Setup für ihr Fahrzeug zu finden. Und deswegen gibt es nicht so viel Rennaction, aber dafür sehr, sehr sauber gefahrene Runden, und das ist doch auch etwas Schönes, was ich finde. Ja, das stimmt. Auch beim Rennen, denke ich, dann werden wir nicht allzu viel Spannung in Form von Zweikämpfen sehen, sondern wirklich auch einfach sehr sauber gefahrene Runden, weil es ja eben über 6 Stints geht und das ist eine sehr, sehr lange Zeit und ein Rennen wird nicht mit einem Stint gewonnen, sondern eben mit allen Stints. Und ja, ein Ausfall ist dann nur sehr schwer wieder aufzuholen. Und ich denke, da werden die Fahrer auch nicht ein großes Risiko eingehen, um da wirklich einen Platz gut zu machen. Exakt. Ich würde gerne von Marcia Motorsport Live-Chat gefordert oder doch mal Eastside zu zeigen. Sollte der mitfahren, aber soweit ich weiß, fährt der gar nicht mit, nein, oder? Nein, der fährt nicht mit. Also, leider fährt nicht mit. Wir können allerdings natürlich auf einen der weiteren Barcha Motorsport Fahrzeuge schalten. Das wäre jetzt zum Beispiel, wo wir gerade drauf sind, M to the Streets, wenn ich das richtig in Erinnerung habe hier, mit der Viper. Ansonsten Z4 ist nicht im Rennen, dafür haben wir aber noch MDN Marco mit dem McLaren MP4 12C.
Ja, auf dem waren wir ja vorhin gerade und da können wir auch wieder zurückschalten. Jo. Ansonsten wählen einige Teams und Fahrer. Natürlich muss man nicht an jedem Testlauf teilnehmen. Das ist natürlich optional, beziehungsweise natürlich auch sehr gut für die Fahrzeuge korrekt einzustellen. Aber natürlich ist das hier nicht verpflichtend, jeden Testlauf mitzufahren. Und deswegen sind auch nicht alle Fahrer dabei. Ja, und vor allem würde es von der Lobbygröße her gar nicht gehen, alle Fahrer, denn pro Team sind ja immer mindestens zwei. Und es sind 22 Teams, das heißt schon 44 Fahrer theoretisch, nur mit dem Minimum, und das geht gar nicht. So, da sehen wir jetzt gerade zwei McLaren MP4 12Cs aus demselben Team. Parallelflug kann man quasi sagen. Richtung Campy und Paul Frère zu, gleich dann Richtung Blanchiment. Genau, wir sind jetzt auf MDN Marco und auf Platz 4 mit dem anderen McLaren ist X Apex Skyline. X. Ich spreche seinen Namen nie richtig aus. Apex Skyline. Ja, er hat eben noch einen X am Schluss. Ja, X ja, das Apex ist Skyline X. Ja. Wenn Apex Skyline nicht frei ist, dann macht man halt so viele X hin, bis der Name passt. Ganz einfach. Das sind wir die Besten. Dieses X, kleines X, großes X, Name, dann großes X, kleines X, kleines X. So kriegt man Usernames frei, ja. So, wir schalten nochmal ganz nach hinten. Oh, es sind wieder zwei. Wieder jemand rausgeflogen. Oder, nein, zwei sogar, weil jetzt sind nur noch 12 in der Lobby drin. Das finde ich schade, dass das nirgends angezeigt wird, wenn jemand rausfliegt im Zuschauermodus. Sobald man mitfährt, wird es ja dann angezeigt, aber im Zuschauermodus leider nicht. Und das hilft nicht so stark beim Überblick behalten, wer jetzt noch mitfährt und wer auf welchem Platz liegt. Ja, das stimmt. Stimmt. Aber da können wir natürlich nur auch nichts machen. Nein, außer relativ viel auf die verschiedenen Fahrer umschalten, aber ja, das ist dann halt immer sehr zeitintensiv. Und vor allem kann man sich dann auch nicht so mit einem Fahrer ein bisschen länger beschäftigen. Ich habe von Enrico gehört, dass ihr euch ein Headset bestellt, um auch in Xbox-Partys zu gehen. Gibt es dazu Neuigkeiten? Ja, so wie es aussieht, wird der Marcel das jetzt noch unter der Woche prüfen, wie das funktioniert, ob wir das im Stream irgendwie einbinden können. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn diejenigen auf den Teamspeak kommen von den Pixelhelden, lpt.teamspeak.de müsste, meine ich, die Adresse sein. Ja, genau. Und da am besten draufkommen, da haben wir dann eine Kommentatorenkabine. Natürlich können nicht alle rein, aber wenn da jemand gerne mit uns quatschen möchte oder wenn wir irgendwie Fragen an wen haben, dann ist das natürlich optimal, wenn da jemand reinkommt, mit dem wir dann ein bisschen quatschen können. Und genau. Körnchen 90 schreibt, meh, Verbindung zur Lobby verloren. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, welches eins der Fahrzeuge ist, was ausgeflogen ist. Genau. Das wäre dann Körnchen von den Potatoes mit dem Ferrari 458 Italia. Ja, ich möchte noch etwas kurz zum Headset anfügen. Ja, ich habe eins bestellt, es ist auch angekommen. Bei diesem Shop, bei dem ich es bestellt habe, wird es als Xbox One Headset gelistet. Ist es in Wirklichkeit nicht, das heißt, Xbox One kompatibel ist es nicht. Wird aber so verkauft, sehr nett. Ich habe mein Geld zurückgefordert oder ein Ersatz-Headset gefordert, ist mir egal, was kommt. Aber ich bezweifle, dass das bis Ende Woche dann bei mir ist. Ah, Marco ist im Chat. Hallo Marco, Grüße gehen an dich raus. Er ist im Chat, also er schaut ja. Zu. Das ist sehr schön, dass du uns hier unterstützt. Ja. Nein, über die Genfer Motorshow haben wir noch nicht gesprochen. Die ist ja eigentlich ganz in der Nähe von mir, aber ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie dort. Also, da war ich schon mal was öfter auf der IAA, auch wenn das 200 Kilometer fast von mir entfernt ist, aber
Da kann man auch mal hinfahren. Ja. Musst du mal hin auf den Autosalon in Genf. Also ich weiß nur, dass es einen neuen Lamborghini Huracan Performante gibt. Eine neue Tiguan war, soweit ich weiß, vorgestellt worden. Ein neuer Volvo XC60 und ein Bentley Tiger. Irgend so eine Edition wurde vorgestellt, aber mehr weiß ich auch nicht. Also ein paar Autos. Ja. Und ein neuer 911er GT3 Facelift, worüber ich mich sehr freue, weil, wie man vielleicht weiß, dann. Ja. Liebe Porsche. Ich liebe Porsche. Ja, ich auch wirklich. Aber es ist, also aber, besser gesagt, als Anmerkung noch, es wurde auch ein neuer AMG GT vorgestellt, also einfach eine Konzeptstudie. Und ich muss sagen, die Konzeptstudie gefällt mir besser als der jetzige AMG GT, obwohl es ein Viertürer ist. Aber ich muss sagen, die Konzeptstudien zum jetzigen AMG GT haben mir auch besser gefallen als das schlussendliche Auto. Ja. Ja. Und so wie wir das hier lesen können im Chat des Livestreams, wird es wohl oder übel so sein, dass Marco leider nicht machen kann am Samstag. Das tut uns natürlich sehr leid. Damit ist eine wirklich, kompetente Fachperson. Eine sehr fachkompetente Person raus aus unserem Kommentatorenteam für den Samstag. Das ist natürlich ziemlich schade, weil, ein paar Anmerkungen zu technischen Details. Das ist natürlich immer sehr vorteilhaft, wenn man da jemanden dabei hat, der sich damit sehr gut auskennt. Das ist Marco, das kann Marco. Das hat er auch beim 24-Stunden-Rennen einige Male unter Beweis gestellt und durch seine sehr fachsicheren und fachkompetenten Anmerkungen den Stream auf jeden Fall weit vorangebracht. Aber naja, danach halt im nächsten Stream. Alter. Genau, das vielleicht sogar das 24-Stunden-Rennen wieder wird von den Pixelhelden. Da gibt es ja dieses Jahr eine Neuauflage und ich bin hoffentlich guter Dinge, dass wir das auch streamen dürfen. Ich werde mich da auf jeden Fall gleich zu Beginn mit Ray wieder in Verbindung setzen. Vielleicht bekommen wir sogar noch Verstärkung von jemandem. Aber ich denke, dass wir vier das wieder streamen können. Alles klar. Was meinst du mit jetzt gleich? Meinst du jetzt nach dem Stream oder wie? Nein, zu Beginn, sobald bekannt ist, wann das Ganze stattfindet. Ah, weil ich muss ja selbst auch noch schauen, ob ich an diesem Datum überhaupt kann und wenn nicht, ja, semi-optimal. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und nochmal die Anmerkung schön unten in der Information. Diese Übertragung ist ein Vortest zum anstehenden 12-Stunden-Rennen am 11.3. Startzeit 12 Uhr auf twitch.tv/aliator-entertainment. Wieso? Ich habe einen Überlegungsfehler gemacht. Ich wollte sagen, auf dem Twitch-Kanal von Marcel, also twitch.tv/aliator-entertainment, sollte dieser Stream nicht funktionieren oder down sein, dann könnt ihr auf diesem YouTube-Kanal hier, aliator-entertainment, den Stream, so wie wir jetzt gerade streamen, dann weiterschauen als Backup. Und wir werden auch noch etwas veranstalten und da werden wir euch direkt fragen, ob ihr Lust habt. Schreibt Latscher Motorsport gerade in den Chat. Ich denke mal, warum nicht, ne? Ja, klar. Ja? Ja? Also, ja? wenn wir können an diesem Datum, sind wir gerne dabei. Genau, wir streamen ab 11 Uhr. Weitere Informationen unter bacha-motorsport.jimdo.com. Ich glaube, ich habe das im Stream schon 5-mal gesagt, aber man kann es nicht oft genug wiederholen, da immer wieder schon mal Fragen reinrasseln und dann möchte man natürlich auch eine passende Antwort dabei. Genau. Und vor allem bei diesem Stream ist da sowieso sehr viel schief gelaufen, von dem her haben es die meisten wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Aber wir haben trotzdem 6 Zuschauer, beziehungsweise ich wollte nur 5, weil ich bin ja der Kommentator und Zuschauer, von daher 5 Zuschauer. 4, ich schaue auch noch zu. Ach so, gut, 4 Zuschauer, aber besser als gar nichts. Also ich meine, Marco schaut zu, Bacha Motorsport schaut zu, das war's. Ja. 4 Zuschauer, also
Ja, mit uns zwei. Wir gucken unseren eigenen Stream auch nicht schlecht. Ja gut, aufgrund wegen dem Chat muss man ja, weil irgendwie funktioniert die Kachel nicht, wo eigentlich der Live-Chat angezeigt werden sollte bei YouTube, aber... Pet in neuem Fenster, das funktioniert nicht so richtig. Der ist einfach... Oh, doch, bei mir funktioniert er jetzt. Ja, oder ich habe ja so eine Stream-Ansicht, wo ich alles ändern kann, eine Beschreibung hinzufügen und so weiter. Ja. Aber der Live-Chat, da wird gar nichts angezeigt. Auch nicht. Gut, ich würde sagen, wir wechseln nochmal vielleicht auf ein anderes Fahrzeug, was ja, wir lange nicht gesehen haben. Hau einfach irgendeins rein. Augen zu und stopp. Ja. Letzten 5 Minuten übrigens seit ungefähr 10 Sekunden angebrochen, also... Ja, ja, wir werden... Ja? Wir sind jetzt bei M to the Streets auf Platz 3 von Barger Motorsport. Oh, hatten wir ja noch gar nicht im Team heute. Ich such noch mal ein anderes. Ja, mach noch mal blind, bitte. Und wir sind auf Platz 11 bei REC 1968 bei der kaputten Viper. Auch nicht schlecht. Na gut, das ist das Team. Für alle, die es noch nie mitbekommen haben, das ist das Team SRT ÖkoBeast. Der Start Nummer 22 auf der Dodge Viper. Nicht wundern, das ist nicht das finale Design. Mit dem richtigen Design fährt aktuell Josef Kaser, beziehungsweise ist Josef Kaser unterwegs. Das ist hier einfach nur ein Design, was auf dem Fahrzeug drauf ist, welches aber nicht im Rennen dann zum Einsatz kommt. Die beiden, die aktuell hier in der Session drin sind, aus dem Team SRT ÖkoBeast, beide aus dem oder auf demselben Fahrzeug im 12-Stunden-Rennen dann unterwegs. Und genau. Und wir sind jetzt gerade auf dem Auto von Josef Kaser und da sehen wir dann auch die finale Lackierung dieser Viper. Ich finde es auch super von euch, dass ihr immer wieder unsere Webseite nennt. Ich bin ja auch einer der Teamgründer und ich hätte nicht gedacht, dass wir jemals ein 12-Stunden-Rennen veranstalten werden. Ja, also für euer erstes 12-Stunden-Rennen muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt das sehr gut hier. Die Organisation ist, würde ich sagen, es ist sehr gut gelungen. Listen sind aktuell... Und wie wir eben auch schon gehört haben, als wir mit, ich denke, ich darf das sagen, mit Enrico, also mit Ich-Zeit gesprochen haben, netten und schnellen Support, wenn man das so nennen darf, und haben immer einen schönen Ansprechpartner. Also genau. Marcel hat ja auch schriftlichen Kontakt mit Enrico und das ist alles bestens. Also wir bedanken uns auch dann schon mal, oder ich bedanke mich im Namen des Teams bei euch, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, das hier jetzt zu streamen, und wir hoffen, dass wir das am Samstag dann so professionell und so fehlerlos wie möglich dann über die Bühne bringen können. Genau, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Wir werden dann die ganze Technik noch einmal überprüfen und das wird dann hoffentlich auch ein bisschen runterlaufen als heute oder beim 24-Stunden-Rennen. Bis jetzt hatten wir ja noch keine Internetausfälle, das heißt, ich bin guter Dinge, dass dieses Mal alles an einem Stück ist. Und der natürlich der Hammer. Ja, definitiv. Also ich hoffe es und bis jetzt stehen eigentlich die Zeichen gar nicht so schlecht. Und ich freue mich auf jeden Fall, das durchführen zu können. Und ja, es wird ein Riesenspaß. Auf jeden Fall. Also ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das zu zweit so gut eigentlich und flüssig hier über die Bühne kriegen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das ein bisschen blockend und ein bisschen ruhig über die Bühne gehen würde, dieser Stream, aber durch die Anspannung und die Aufregung jetzt und durch die letzten dreiviertel Stunde, die wir jetzt gestreamt haben, beziehungsweise wir streamen schon seit 54 Minuten, doch sehr lebhaft gestaltet eigentlich und das fand ich sehr gut. Also man merkt, wir harmonieren miteinander. Ja. Also nicht nur wir zwei, sondern auch natürlich auch mit Marco und David. Genau. Ja. Also ja, und wir streamen ja eigentlich seit 54 Minuten jetzt wirklich live und funktionierend auf YouTube Gaming und vorhin hatten wir mehr als eine halbe Stunde Spießroutenlauf, ein Problem nach dem anderen, zuerst funktionierte OBS nicht richtig und dann Twitch nicht mehr, also ja, nach anfänglichen Problemen haben wir uns gefangen und ja, jetzt sind wir hier und machen das Ganze doch eigentlich ziemlich gut, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Bis auf einige Versprecher,
Wir haben natürlich ein, zwei Stunden Rennen hier. Ja. Alles sehr gut über die Bühne gegangen. Ja. Ah, yeah. Oh, und der Start ist um 19 Uhr, ja. Genau, der Start ist um 19 Uhr von den 12 Stunden Rennen hier. Also wir fahren dann durch die Nacht durch bis 7 Uhr morgens. Ja. Ich habe nicht viel mitbekommen, aber das, was ich gesehen habe, war prima. Ja, dankeschön, Marco. Sehr freundlich von dir. Ja. Das finde ich doch sehr schön. Ja, das Interface hier, beziehungsweise das Overlay, wird noch ein bisschen geupdatet. Vielleicht noch ein paar Anpassungen, Verbesserungen vorgenommen, dass es noch ein bisschen smoother aussieht. Aber ich finde doch sehr wenig bedeckt vom Bildschirm und es sieht sehr gut aus. Ja, ja. Endrace. Rennen vorbei. Ja, ist noch nicht ganz, aber ich wusste auch nicht, wie viel Zeit ich noch einstellen muss. Also ja, ja, es ist alles gut, alles gut. Wird wahrscheinlich also, dann jetzt nächstens zu Ende sein. Ja, Enrico meinte irgendwas von wegen 20 nach, also wir werden sehen, was wann das Rennen vorbei ist, wann wir in der Lobby landen. Kannst du einfach Bescheid geben, weil ich sehe das sonst 15 Sekunden später und sage, oh, jetzt ist das vorbei, obwohl wir schon seit 15 Sekunden in der Lobby sind. Ja. So, ich wechsle nochmal, kurz bevor das Ganze dann zu Ende ist. Ja, ich würde mal auf den Führenden wechseln. Mal schauen, wer da gerade auf 1 ist. Und ich bin sehr gespannt, was die Statistik gleich zeigt. Beziehungsweise wer da am schnellsten Rundenzeit gesetzt hat. Ja, ich auch. Kamikata 1990 ist auf Platz 1. Und ich schalte jetzt mal kurz durch. Aber bis jetzt habe ich noch nirgends Fun Games gesehen. Sieht aus, als wäre er auch noch rausgeflogen. Hast du etwas gehört? Nein, er hat mir bisher noch nichts geschrieben. Ja, der ist rausgeflogen. Ich weiß noch nichts. Ich werde ihn mal anschreiben. Also er ist auf jeden Fall rausgeflogen, weil er ist nicht mehr in der Lobby. Ja, vielleicht kriege ich ja noch Informationen, was seine schnellste Runde bis dato ungefähr war. Dann können wir das mal ein bisschen vielleicht in Relation setzen. Ich schaue mal schnell, ob ich ihn erreiche. Jo. Gespannt, ob und wann er antwortet. Ja. So, das Rennen ist immer noch nicht zu Ende. Es ging also doch noch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Aber gut, wir werden das auch noch irgendwie über die Bühne kriegen. ja. Komm echt nicht rum die ganze Zeit. Na ja, gut. Worüber kann man noch reden? Ich würde einfach mal kurz auf die Track Limits vielleicht nochmal eingehen, weil da eben bei mir privat noch eine Nachricht reingekommen war, weil das nicht ganz klar war. Also auf der Webseite von dem Event ist ganz klar festgelegt und festgeschrieben, wo man wie die Strecke extenden und cutten darf und wo man auf der Strecke bleiben sollte. Ansonsten gibt es Strafen. Und da haben wir zum Beispiel den Linksknick zwischen Eau Rouge und Radillon. Und das ist eine wahre Schlüsselstelle dieser Strecke. Da man hier wirklich sehr viel Schwung auf die Kämme gerade mitnehmen kann. Man kann aber auch sich den Schwung ordentlich kaputt machen, den man sich aufgebaut hat in der Eau Rouge. Hierbei ist es aber erlaubt, die rechte Seite der Strecke nutzen bzw. davon abzukommen. Da ist so ein grüner Teppich auf der rechten Außenseite der Kurve, über den darf man drüber fahren. Das hat Fun Games 34 auch vor ungefähr einer halben Stunde sehr gut vorgemacht. Da nicht zu weit extended, aber noch schön in der Strecke geblieben. Und man darf sowohl mit den äußeren auch inneren Rädern den inneren Curb überfahren. Beim Zurückkehren auf die Das wollte ich nur gesagt haben, weil das ist eine der Schlüsselstellen dieser Strecke und sehr kontrovers auch für manche Extensions oder auch für Cuts. Also hier klargestellt auf der Webseite unter dem Reiter Track Limits auf der Eventseite. Genau, da ist auch jede einzelne Kurve beschrieben, was erlaubt ist, was nicht. Und die dann vollzogenen Strafen sind aber noch nicht aufgelistet, die kommen noch. Die wissen auch wir noch nicht, was da kommt. Und da ist ein Drift vom BMW Z4. Interessantes Hotlapping. Ich glaube, die Hotlap ist schon gedreht. Unter Umständen auch die Reifen jetzt relativ gegen Ende des Streams, sag ich doch. Gegen Ende dieses Testlaufs
bisschen in der Knie und ich denke, damit sind dann auch nicht mehr die schnellsten Runden möglich. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann noch vielleicht ein bisschen Routine finden, nochmal die Ideallinie vielleicht suchen bzw. schauen, wo man wie am besten noch durchfährt. Und der Führende hat das Rennen beendet, also ist jetzt die letzte Runde, schreibt Körnchen. Gut, danke für die Info, das wussten wir bis eben auch nicht. Wir waren im Raten, wann das Rennen ungefähr vorbei ist, aber jetzt haben wir eine. Ja, also, da aufgrund der Startverzögerung ist ja jetzt sowieso, geht es noch ein bisschen, bis dann alle fertig sind. Jetzt bei der Rei Azuka, keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Ich sag einfach The Real Azuka, ganz einfach. Ah, wie ein S das Z aussprechen. Also oder einfach nur Azuka vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist das ein I oder ein L? Das ist ein I, aber ich weiß nicht, wie man Rei aussprechen soll. Deswegen. Einfach Azuka, ganz einfach. Rei. Weiß es nicht. Ich auch nicht, keine Ahnung. Ich möchte noch kurz anfügen, dass 0,000 Prozent der Frames verworfen wurde. Kein einziges Frame in 1 Stunde 01. Und? Kann's doch nicht laufen. Und beim anderen Programm, wie viele waren es? Fast 50 Prozent in ein paar Sekunden. Ja, super. Ja, das Rennen ist immer noch nicht vorbei. Mensch, wann ist das denn endlich vorbei? Ach ja. Ich gehe mal wieder auf den ersten. Wir dödeln jetzt ja noch ein bisschen rum, wenn man so sagen kann. Ich fange einfach mal ein anderes Thema an. Hat irgendjemand... was heißt das? Hast du bisher NASCAR ein bisschen verfolgt, so, von der vorherigen Rennen? Nein, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht. Ah, kein Problem. Ich habe mal reingeschaut, eine Webseite auch im Internet gefunden, auf der man noch schön die Rennen nachschauen kann. Hab auch beide Rennen gesehen, das Daytona 500 sogar komplett live. War Karnevalsmontag oder Faschingsmontag, da war frei und da habe ich dann von Sonntag auf Montag mit einem Kumpel das zusammengeschaut. Rennen muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht für jeden etwas NASCAR, muss ich ganz ehrlich sagen, das haben ja auch diverse Leute schon gesagt. Aber ich finde es ganz interessant. Jetzt letztes Wochenende war dann das Folds of Honor Quick Trip 500 in Atlanta. Da hat sich die Viper fast gedreht. Das war knapp. Also du wirst... Ja, ich seh's jetzt gleich. Ja. Oh ja. Hat aber noch gut abgefangen. Ja. Das ist ja zu sagen, mein Brad Keselowski hat gewonnen, soweit ich weiß. Ich konnte es nicht ganz zu Ende schauen, weil ich lernen musste für eine Leistungskursklausur. Währenddessen parallel dann dazu NASCAR geguckt. War nix. Aber bis dato eigentlich ein ziemlich gutes Rennen gewesen, bis ich dann aufgehört hatte zu schauen. So, ja. Könnchen schreibt gerade, die Leute, die haben noch 6 Minuten Zeit, das Rennen zu beenden, nachdem der erste ins Ziel ist. Also wird es auch dann gleich, denke ich mal, dann vorbei sein. Ja, denke ich auch. Ich habe vor 2 Minuten geschrieben und wir haben gleich 5 Minuten rum. Also haben jetzt 5 Minuten rum, also noch ungefähr 1 Minute, dann ist das Rennen auch offiziell vorbei. So, genau. Ja, du hast mir ja einmal den Trailer zur NASCAR-Saison gesendet und ich muss sagen, der war richtig gut. Typisch amerikanisch. Ja, das war das. Und schon Intro wieder fast gedreht. Alles klar. Das war das NASCAR on NBC
von 2016. Und jetzt ist das Rennen vorbei. Und ja, so, jetzt sehen wir dann gleich das Endergebnis. Komm schon. So, wir sehen es jetzt und es wurde gefahren, am schnellsten war Kamikata 1990, so wie ich das sehe, mit einer 2:18.197. Auf Platz 2 war dann M to the Streets mit 2:18.909 und dann VLN Dune auf Platz 3 mit 2:19.659 und ihr seht ja das alles auch im Stream. Wir können ja auch die rausgeflogenen Fahrzeuge sehen. Also wir haben hier zum Beispiel jetzt Fun Games, der hat eine 2:18.67 gefahren, also ist zweitschnellster in der Lobby gewesen mit seiner Viper. Genau. Ja, nicht schlecht. Guter Job, Lukas. Solltest du zuschauen. Sehr gut gefahren. Ansonsten, Enrico war auch drin und hat eine... Oh, er war drin, alles klar. Eine 2:20.5 gesetzt. Damit platziert er sich auf Platz 6. Ja, vor dem Z4 von MLux64. Genau. Kurze Frage zur Hintergrundmusik, wie laut ist die? Weil ich höre es gerade selber nicht, wie laut die im Stream ist und beim anderen Programm wäre sie eben richtig eingestellt, aber jetzt bei dem weiß ich es nicht. Ich mute dich mal kurz. Es ist eng, unglaublich leise. So, jetzt habe ich es ein bisschen lauter gestellt. Ja, ich hör noch mal kurz rein. Ah, so ist super. Ein bisschen leiser vielleicht noch, aber perfekt sonst. Bisschen leiser, ja. So. Jetzt ist es zu laut. Ja, Marco, nicht während des Streams war Musik, sondern während den Ergebnissen sollte das eingespielt werden, beziehungsweise dann auch in diesen Ergebnissen oder in der Pause. Genau. Ein bisschen, also kannst du noch machen. Noch ein bisschen, okay. Noch ein bisschen. Das ist sehr prägnant aktuell. So. Ja, noch mal kurz rein. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Zuschauern, die jetzt heute dabei waren. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, auch wenn es am Anfang sehr große technische Probleme gab. Hat es trotzdem Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Auch dir, Nico, vielen Dank fürs Dabeisein und mitkommentieren. Ja, ich bedanke mich, oder beziehungsweise ich bin auch froh, dass ich hier noch hingekommen bin, weil sonst hättest du alleine kommentieren müssen. War bis eben nämlich noch weg. Also sehr kurzfristig hier noch eingesprungen. Und hat Spaß gemacht, auch wenn es ein paar Probleme gegeben hat. Aber alles in allem hat es sehr viel Spaß gemacht und wir haben ein bisschen Renn-Action auf jeden Fall schon mal gesehen. Und ich bin heiß aufs 2-Stunden-Rennen. Ich hätte gerade fast wieder 24 Stunden gesagt. Das 12 Stunden. Nein, es hat auf jeden Fall unglaublich Spaß gemacht und wir sind froh, dass wir die Probleme heute entdeckt haben und nicht erst am Samstag. Wir versuchen natürlich alles zu fixen bis dahin und auch bis am Samstag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns dann hoffentlich am Samstag während dem 12-Stunden-Rennen. Auch dir, Nico, noch einmal vielen Dank für die Grafiken und Overlays bitte, hier. Bitte. Fürs Dabeisein und Kommentieren und auch dir bis am Samstag. Bis dann. Ciao zusammen. Ja, bis Samstag. Tschüss.